Tilda und Molly. Die beiden Mäuse von Tilda. Tilda und Molly liegen da. Traumvorstellung wäre, dass man mit mehreren Leuten, mit denen man auf der gleichen Wellenlänge ist, man im gleichen Haus wohnt. Solche Modelle, wo man probiert das aus, was man im Augenblick für richtig hält und macht das auch so gut es geht und so perfekt und so, ne? So stark, wie man halt dran glaubt. Und, aber man muss ja nicht glauben, dass man die Welt so einrichten könnte, dass immer alles fest ist. Man kann es jederzeit ändern. Eine andere Nutzung von Räumen ist die ganze Zeit. Also ne, unser Schlafzimmer war erst da, wo das Kinder jetzt ist, das Kinderzimmer. Dann war es in dem großen Eckzimmer und dann ist es jetzt dahin gewandert, wo es jetzt ist, in die Bibliothek. Ne? Und das Esszimmer ist zwischendrin mal Arbeitszimmer, das Eckzimmer sowieso. Das Arbeitszimmer ist die ganze Zeit Arbeitszimmer. Aber haben auch schon mal Leute, wenn es zu voll war, unterm Schreibtisch übernachtet. Das kann auch mal das Arbeitszimmer sein, ist es auch oft gewesen. Aber eben für sowas, für kurzzeitige Projekte, dass hier irgendwas aufgebaut wird und das dann wieder verschwindet. Das verschwindet jetzt nicht, weil, tja, jetzt ist er so hübsch gewachsen, kann man nicht einfach vergammeln lassen. Das war so ein Experiment für ein Filmprojekt, das Gras drüber hieß. Ein Einzelbildfilm. War keine Grenze. Das ist auch ein bisschen der Nachteil, wenn man eben zu Hause den Arbeitsraum oder das Atelier hat oder zu Hause arbeitet, dass die Grenze noch viel mehr verschwimmt als ohnehin schon. Ne? Dass man dann mitten im Arbeiten halt noch schnell die Wäsche machen kann und dann davon wieder abgelenkt ist und umgekehrt. Das ist eigentlich ganz schön, es passt ja zu dem, was ich mache. Träume ich ja auch immer so, dass alles so eins ist. Aber alleine dieser Weg fehlt zur Arbeit hin. Da fängt ja normalerweise ganz viel statt. Auf dem Weg findet ja das meiste statt. Unsere Vorstellung ist, das Lose langsam wachsen zu lassen. Und, ne? und das macht auch Spaß. Also deshalb ist es ja hier so, wie ich vorhin meinte, dass das Zimmer ist mal das und dann wieder das. Und das ist eigentlich das Schönste, ist, dass man so eine Umnutzung denken kann. Die Spiegel, sollen wir das mal angucken gehen? Die Spiegel, die habe ich in Genf war ich eingeladen abends und bin an so einer Migros, an so einem Supermarkt vorbeigekommen, der gerade umgebaut wurde. Und dann hatte ich diese absurde Idee, wenn ich jetzt hier auf das Öffnungszeitenschild gucke, dann sehe ich, wann die Bauarbeiter da sind, obwohl das natürlich nichts miteinander zu tun hat. Und bin in diesen Eingang von dieser Migros, von dieser abgebauten Migros gegangen und wollte gucken, wo hängen denn hier die Öffnungszeiten. Und dann geht diese automatische elektrische Schiebetür so auf. Und ich kann rein, habe ich mir die drei übereinander gelegt und wie so ein Igel dann zu diesem Essen hingegangen. So bin ich zu den Spiegeln gekommen.